Professionelle Pflege ist nicht nur in einer immer älter werdenden Gesellschaft unverzichtbar, eigentlich ist sie es schon immer gewesen. Denn jeder von uns war schon mindestens einmal auf sie angewiesen, bei der Geburt nämlich. Der Mensch ist eben ein pflegebedürftiges Wesen. Und läuft dann mal etwas nicht so gut, ist die Empörung groß. Denn wie selbstverständlich stellen wir hohe Ansprüche an die Pflege. Kaum jemand denkt an die Rahmenbedingungen, in denen Pflegekräfte in Deutschland arbeiten. Höchste Zeit also, den Pflegenden in Deutschland ein paar Gedanken zu widmen. Pflege hat viele Gesichter. Von der Geburt an bis ins hohe Alter ist der Mensch mal mehr, mal weniger auf sie angewiesen. 1,2 Millionen Menschen in Deutschland arbeiten in der professionellen Pflege, in Altersheimen, Krankenhäusern und anderen Betreuungseinrichtungen. Pflegekräfte bilden die größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen. Ihre Arbeit ist in einer immer älter werdenden Gesellschaft notwendig und unverzichtbar. Ja, ich bin seit fast 30 Jahren in der Pflege tätig, bin immer noch davon überzeugt von meinem damaligen Berufswunsch und glaube, dass man in der Gesundheits- und Krankenpflege unheimlich viel erreichen kann. Zum einen für die Patienten natürlich, die man betreut, aber auch für die Betreuung der Angehörigen. Und man bekommt sehr viel positive Rückmeldungen in der Regel von den Patienten und auch in der Zusammenarbeit im Team mit den anderen Berufsgruppen kann man ganz viel erreichen. Es ist die Bereitschaft, für andere da zu sein, die den Pflegeberuf charakterisiert. Oft rückt die Pflegekraft selbst dabei in den Hintergrund, funktioniert einfach in einem System, das sich immerzu verändert. Und so hat sich auch das Berufsbild der professionellen Pflegekraft über die Jahre gewandelt. Die Pflege ist sehr viel umfangreicher geworden, die Aufgaben vielfältiger. Am Anfang hat sich das immer sehr auf die Körperpflege beschränkt, auf gewisse einzelne Tätigkeiten, die man am Patient ausgeführt hat. In der Zwischenzeit ist es sehr viel komplexer, die Auseinandersetzung mit dem Pflegeprozess, den Patient auch darauf vorzubereiten, nach Hause zu gehen, wieder selbstständig sich versorgen zu können, also vorausschauend zu denken. Doch die Rahmenbedingungen haben sich mit dem veränderten Aufgabenfeld in der Pflege nur unzureichend mitentwickelt. Das bedeutet mehr Arbeit bei immer weniger Personal. Derzeit fehlen in Deutschland etwa 140.000 Stellen. Die Pflege in Deutschland leidet an einem massiven Fachkräfte- und Nachwuchsmangel. Ein Grund mit Sicherheit die geburtenschwachen Jahrgänge. Dieses Problem haben andere Branchen allerdings auch. Das ist also nicht der einzige Grund. Ich glaube, was sicherlich auch eine Rolle spielt, wie wird eigentlich Pflege in der Öffentlichkeit immer wieder dargestellt. Und da erlebt man doch immer wieder, dass nur Bad News sind Good News. Also sprich, Pflege in den Altenheimen verhungern, verdursten die Menschen, sind schlecht gepflegt, stürzen und dergleichen mehr. Und dann auch das Thema schlechte Bezahlung, schlechtes gesellschaftliches Image. Also insgesamt, glaube ich, wird die Pflege in der Öffentlichkeit immer nur dann dargestellt, wenn es irgendwo Defizite gibt. Defizite, die eine Folge der Rahmenbedingungen sind, die mit dem Wandel nicht mithalten. Mit Aktionstagen wie dem Internationalen Pflegetag versuchen Pflegekräfte auf ihre Misere aufmerksam zu machen. Mit einem gezielten Blick vor allem auf die Politik. Denn mit Aussagen wie "Pflegen kann jeder" hat sie in der Vergangenheit für großen Unmut gesorgt. Und der Frust über die empfundene Missachtung ist deutlich zu spüren. Es geht um Menschen und um keine Maschinen, die da hängen. Und wenn jemand krebskrank ist, der braucht mal ein Gespräch. Ja, da muss die Rahmenbedingung geschafft werden, dass ich für meinen Patienten mehr Zeit habe. Und wenn es nur den Hintern ausgeputzt wird, dann kann ich so und so ausputzen. Das kann mal wehtun, wenn er schon wund ist hinten. Ja? Dass ich da mehr Zeit habe für die Gesamtpflege, auch für die Psyche des Patienten. Es geht nur darum, nicht darum, dass er seine Verbände bekommt und zack, 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 seine Kurzvisite und fertig. Und dass die Pflegende nicht im Nacken hat, oh, ich muss ja noch hin, muss noch zu dem Patienten, der hat geklingelt, ich muss noch zu dem. Das ist ja ein Druck für die Pflegenden. Politisch gesehen ist Pflege halt eine kleine Masse, leider, die nicht eine entsprechende Lobby hat, wie zum Beispiel die Ärzte mit dem Marburger Bund und den ganzen Vereinigungen. Da fehlt es halt in Deutschland immer noch an einer Pflegekammer oder einer entsprechenden Anerkennung der Pflege im übergeordneten Sinne in der Politik. Die professionelle Pflege in Deutschland ist gerade dabei, Selbstbewusstsein zu tanken. Das schlechte Gewissen abzulegen, nur weil man mehr Beachtung fordert. Forderungen zu stellen, gehörte in der Vergangenheit nicht zu den Stärken pflegender Fachkräfte. Ein Grund,
die Berufsmentalität, die sehr von ethischer Verantwortung geprägt ist. Ich nenne es jetzt mal so ein Stück weit diese moralische Erpressbarkeit, zu sagen, okay, wenn die Pflege auf die Straße geht, dann sind die Menschen, die ihnen anvertraut sind, sind nicht versorgt. Und da ist, glaube ich, einfach auch ganz, ganz schwierig. Ich glaube auch nicht, dass es darum geht, dass die Pflegenden jetzt in Massen auf die Straßen rausgehen, sondern ich komme wieder zurück so auf mein gesundes Selbstbewusstsein. Ich glaube, es hilft viel, wenn die Pflege sich wirklich ihrer Bedeutung für dieses Gesundheitswesen in Deutschland mal bewusst wird und dieses gesunde Selbstvertrauen dann auch nach außen hin trägt und dann auch ganz klar mal Position bezieht. Im Sinne von proaktiv, also nicht im Sinne von Jammern und Wehklagen, sondern im Sinne von proaktiv auch die Ideen und Gedanken und die Konzepte für die Zukunft einzubringen. Mehr Selbstbewusstsein also, denn eines ist sicher, professionelle Pflege ist und bleibt unentbehrlich. Experten gehen davon aus, dass aufgrund des demografischen Wandels bis 2030 300.000 zusätzliche Kräfte gebraucht werden. Möglicherweise liegt darin jetzt die Chance für Veränderung.